Ja, meine Damen und Herren, ich bin nicht der Werner Onken, der ist viel größer, viel seriöser. Ich versuche trotzdem mein Möglichstes. Worum geht es? Ideengeschichte der Bodenreform. Vielleicht fangen wir mal mit ein bisschen Theorie hier an. Was Sie da sehen, das ist ein Bündel an Eigentumsrechten. Eigentumsrechte können umfassen das Recht, ein Wirtschaftsgut zu verändern, das Nutzungsrecht, das Fruchtziehungsrecht, also die Erträge, aber auch das Recht, am Wert zu partizipieren. Wir haben heute schon einiges über Gold gehört. Vielleicht ein ganz besseres Gefühl. Also nochmal, wir haben verschiedene Eigentumsrechte. Das heißt, am Land können die unterschiedlichsten Rechte kleben. Und das ist ganz wichtig, wenn man sich überlegt, ja, worum geht es denn überhaupt bei Bodenreform? Es gibt nicht die Bodenreform. Man kann da unterschiedliche Strömungen erkennen. Also eine Strömung, ich habe es mal gemeinschaftsorientiert genannt, der geht es eigentlich darum, die Bodenrente, also sozusagen die Ertragsvorteile, die man aus dem Boden ziehen kann, zu sozialisieren. Wenn Sie irgendwo in der Mitte von Hamburg ein Grundstück haben, da können Sie mit demselben Gebäude wesentlich höhere Erträge erwirtschaften als in the middle of nowhere in Köthen mit demselben Gebäude. Nur allein aufgrund des Standortvorteils. Das heißt, solche Vorteile, darum geht es, die möglicherweise zu sozialisieren. Unter Umständen auch, das ist ein anderer Aspekt, die Eigentumsrechte, auch diese hier möglicherweise noch zu sozialisieren. Dann gibt es noch die sogenannte marktgestützte Bodenreform. Das ist die, die von Weltbank, IWF und so weiter verfolgt wird. Vielleicht lassen Sie mich doch kurz sagen, Sie meinen vielleicht Boden, das ist eine irrelevante Geschichte. Wir haben gerade über Öl gesprochen. Wenn Sie sich aufregen über die Ölpreise der Tankstelle, das hat was mit Boden zu tun. Sie haben nämlich eine Ölrente und aus dieser Ölrente ziehen die Mineralölkonzerne ihre mehr als 100 Milliarden Euro Profit. Und die Hälfte dessen, was sie an der Tankstelle zahlen, ist genau das. Wenn Sie gucken, wie viele Leute hungern auf diesem Planeten, 1 Milliarde. Die hungern dort, wo das Land am besten ist, anders als uns oft die Presse Glauben schenken mag. Struktureller Hunger, da geht es um Land. Mehr als 2,3 Milliarden Leute haben keinen gesicherten Zugang zu Wasser. Auch da geht es um Land. Da geht es um diese Eigentumsrechte hier. Es ist also ein brisantes Thema, das wir hier in Deutschland überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Um was geht es? IWF und so weiter, Entschuldigung, Herr Kommhoff, aber es ist so, Weltbank, GIZ, ich habe da selber mitgearbeitet, die machen gerne die sogenannte marktgestützte Bodenreform. Theoretische Grundlagen haben Neoinstitutionalisten gelegt. Dieser Herr hat einen ganz großen Anteil daran, Hernando de Soto, The Mystery of Capital. Seine These ist, die Armen sind eigentlich reich, man muss nur das Vermögen, das sie haben, formalisieren, formalisierte Rechte geben. Dann wird alles gut. Das hier habe ich aus einem UN-Dokument raus. Hier geht es um minderwertige Formen von Eigentum. Na, wo ist es? Das ist zum Beispiel Gewohnheitsrechte. Und um ganz hochwertige, das ist Privateigentum. Und wir durchlaufen sozusagen eine Strecke von minderwertigen Formen zu hochwertigen Formen. Und die Krönung des Ganzen ist dann das Privateigentum. Ich will es nicht ausführen. Diese Bilder stammen aus Kambodscha. Da sind 2/3 der Bevölkerung landlos oder landarm. 1/3 der Bevölkerung hungert. Ich war da selber am Programmsicherung der Landrechte beteiligt. Und das sind die Auswirkungen dieser marktgestützten Landreform. Über die möchte ich jetzt nicht reden. Ich möchte reden über solche, die eher einen gemeinschaftsorientierten Charakter haben. Und da kann man meines Erachtens 3 Tendenzen feststellen. Das eine sind welche, die die Grundrente, also die Bodenrente, wegsteuern wollen. Das andere sind solche, die das formelle Eigentum verstaatlichen oder auch vergemeinschaften wollen. Ich habe hier mal unterschieden in Vorklassiker und ganz weit zurückgegriffen. Die Bibel, da ging es schon los, die Erde ist des Herrn. Die soll keinem Menschen privat gehören. Die Physiokraten, die kamen auf den Gedanken, wir können das Staatswesen nur durch die Bodenrente finanzieren, wenn wir sie abschöpfen. Ein Grundgedanke, der sich durch Adam Smith bis zu Henry George zog und im Übrigen auch von Stiglitz, den der ein oder andere kennt, sogar formalisiert wurde am Ende. Also da haben wir Leute wie zum Beispiel David Ricardo,
Henry George. Im Übrigen kann das ein oder andere auch von Leuten wie Marshall sehr interessant sein, Pamphlet On the Rent zu lesen. Und hier am Ende Vickrey und Stieglitz, keine ganz unbekannten Ökonomen, die durchaus auch bodenreformerisch beeinflusst waren. Wenn Sie jetzt mal schauen, formelles Eigentum sozialisieren, verstaatlichen. Hier haben wir natürlich den Karl Marx, den kennen Sie alle, muss nicht drüber reden. Proudhon, Gesell, Flürsheim, aber auch, und das mag überraschen, Leute wie Gossen, Valras. Führende Marginalisten waren Bodensozialisten. Mag vielleicht dem einen oder anderen nicht bekannt sein. Ne? Maurice Allais, der einzige französische Nobelpreisträger in seiner Frühphase, wofür er den Nobelpreis bekommen hat, hat er sich für die Verstaatlichung des Landes ausgesprochen. Nicht aus Gerechtigkeitserwägungen, sondern aus Effizienzgesichtspunkten. Dann haben wir hier natürlich bei den gemeinschaftsorientierten Reformen den Franz Oppenheimer und auch die Elinor Ostrom. Ich gehe mal davon aus, Sie werden da noch das eine oder andere erzählen. Da werde ich mich auch nicht mit beschäftigen. Ich möchte nur in der Kürze der Zeit einige Schlaglichter werfen. Zunächst mal, ich habe es unterteilt, Klassiker, Marginalisten, Heterodoxe, da habe ich George und Gesell genannt, und auch Moderne. Der gute Adam Smith, bei dem taucht schon einiges auf. Man merkt, er war beeinflusst durch die Physiokraten. Und man sieht, wenn Sie hier sehen, Ground Rents are still more proper subject of taxation than the rent of houses. Man könnte auch heute sagen, than capital, than labor und so weiter und so fort. Also da kommt diese Single Tax Idee durch. Und hier sehr interessant, the more the inhabitant was obliged to pay for the tax, the less he would incline to pay for the ground, so that the final payment of the tax would fall altogether upon the owner of the ground rent. Hier kommt eine Idee durch, die man auch wieder bei George und auch bei modernen Nachfolgern von George sieht, nämlich, dass die Grundrente keine absolute Größe ist, sondern dass sie in engem Zusammenhang vor allen Dingen mit dem Steuersystem zu sehen ist. Je mehr wir Arbeit, aber auch Kapital besteuern, umso weniger kommt unten Grundrente an. Wenn Sie zum Beispiel sehen, was wir in Deutschland, da haben wir relativ wenig Grundrente. Wir haben ein ganz langweiliges Bodensystem, das auch sich nicht besonders zur Spekulation eignet. Das muss man aber sehr in Zusammenhang sehen mit dem Steuersystem, das wir haben. Das verliert man häufig aus der Perspektive. Wenn Sie nämlich das Steuersystem ändern würden, dann würde es mit dem Bodenmarkt wahrscheinlich sehr viel dynamischer abgehen. Da haben wir den Mill, John Stuart Mill, auch ein Klassiker. No man made the land. Bis heute aktuell. Er hatte auch gesagt, it is some hardship to be born into the world and to find all the nature's gift previously engrossed and no place for the newcomer. In dem Augenblick, wo wir geboren werden, haben wir entweder das Glück, einen Zugang zu haben zum Land, oder wir haben das Pech, wir hier erfahren es nicht so gewaltig, möglicherweise ausgeschlossen zu sein. Das hier ist der Hermann Heinrich Gossen, auch ein Bodensozialist. Vielleicht weiß es der eine oder andere von Ihnen. Also ein Marginalist, erstaunlich. Ne? Also er wollte temporäre Nutzungsrechte ausgeben gegen ein Höchstgebot. Effizienz war hier sein Anliegen. Oder Léon Valras ist ja möglicherweise bei Heterodoxen in gewisser Weise ein Feindbild. Aber er hatte auch eine ganz andere Seite, eine sehr interessante Seite. Er hatte nämlich gesagt, a collective property of land and the lack of taxes which could be the consequence, also auch hier wieder derselbe Gedanke, die Bodenrente und das Steuersystem. Ja. Not only acts of justice, but, ja, also hier kommen beide Sachen zum Ausdruck, Effizienz und Gerechtigkeit. Also Gossen hatte eine ganz andere Seite als die, die man gemein in den mikroökonomischen Lehrbüchern hier kolportiert. Das ist Henry George, das hier ist ein großer Widersacher, J.B. Clark, den muss man auch zusammennehmen mit Knight, die haben in ihrem Leben fast nichts anderes zu tun gehabt, als gegen George anzuschreiben. George hatte einen unheimlichen Einfluss, möglicherweise können Sie es bestätigen, im angloamerikanischen Raum, noch heute einen großen Einfluss. Er hatte auch, und das ist ganz bemerkenswert, ein ganz weites Verständnis von Land. Sie hatten heute Morgen gesprochen, Taxation on Rent, über die Ölproblematik und so weiter. George würde alles, was die Natur geschaffen hat, dazu zählt die Atmosphäre, dazu zählt das Wasser, dazu zählen die biogenetischen Ressourcen, als Land umfassen.
Und das ist von allerhöchster Aktualität, wenn Sie auch überlegen, inwieweit wir das übernutzen augenblicklich, was wir da machen könnten mit einer entsprechenden Besteuerung, was wir für Potenziale da hätten. Die Georgisten rechnen vor sich hin, ohne dass es wahrgenommen wird, und sagen, wir könnten ganz locker 30% des Volkseinkommens wegsteuern, allein über dieses Land im weiten Sinne. Hier sieht man einige, die beeinflusst wurden, also die hier die Georgisten für sich reklamieren. Da ist der Adam Smith dabei, Leo Tolstoi, ich sage nur ein paar Namen, Turgot, dann Sun Yat-sen, der das moderne China gegründet hat, ein großer Fan dieser Ideen. Ich könnte jetzt noch viel über das aktuelle China reden, wo auch entsprechende Gedanken noch eine Rolle spielen. Winston Churchill, der sich aber nicht durchsetzen konnte gegen die Aristokratie, vielleicht auch etwas, was man nicht so weiß. Ne? Oder auch William Vickrey. Silvio Gesell, er schätzte George sehr hoch ein, aber er meinte, mit der Steuerlösung, das allein wäre nicht genug. Er sprach sich für eine Sozialisierung von Land aus. Er wollte Baurechte, Erbbaurechte ausgeben, und zwar gegen Höchstgebot und damit die Bodenrente abschöpfen. Und er wollte dann die Bodenrente, die eingenommene, wieder zurückverteilen als Mütterrente. Daraus kann man auch sehen, dass er den Grundgedanken von George mit dieser Single Tax nicht ganz verstanden hat, das wäre viel zu viel. Also heute gehen auch viele hin in der Nachfolge von Gesell und sagen, wir können daraus ein ressourcenbasiertes Grundeinkommen finanzieren, das möglicherweise auch dazu beitragen kann, dass wir Zugang zu öffentliche Güter, darunter auch Land im weitesten Sinne, jedem gewähren können, und zwar zu gleichen Teilen. Ein sehr interessanter Gedanke. Er sagte auch, ein schönes Zitat, weg mit den Zaunpfählen, also weg mit dem Grundeigentum und auch mit den nationalen Grenzen, die er damit sehr eng verbunden sah, ins Feuer mit den Grundbüchern, keine Teilung und Zertrümmerung der Erde, keine Scherbe, zum Cookie, jedem das Ganze. Also damit kam auch seine Idee der Freizügigkeit, der Nichtdiskriminierung und so weiter zum Ausdruck. Hier ein Mensch, den man es vielleicht auch nicht ansieht. Ich hatte in diesem Jahr seine Tochter besucht in Paris, Maurice Allais, der auch den Nobelpreis erhielt, der einzige französische Nobelpreisträger. Auch er sagte, Verstaatlichung des Bodens. Und zwar nicht aus Gerechtigkeitserwägung, aus Effizienzgesichtspunkten. Weil er sagte, wir kommen nie zu einer effizienten Wirtschaft in dem Augenblick, wo der Boden sozusagen alles Geld an sich zieht. Angenommen, Sie würden, wie Gesell es wollte und auch andere, es würde gelingen, den Zins sehr stark zu reduzieren, würde alles Kapital in Boden fließen, möglicherweise auch in Gold, auf jeden Fall in Land im weiten Sinne, in Dingen, die man kaum vermehren kann, die man kaum ersetzen kann und so weiter. Das wollte er hier vermeiden. Also, dass die private Bodeneigentum eine künstliche Verknappung des beweglichen Kapitals nach sich zieht, die schädlich für alle ist. Und hier haben wir noch einen, der interessant ist, nämlich den George Stieglitz. Der hat auch das sogenannte Henry-George-Theorem formalisiert. Man nennt es auch The Golden Rule of Local Finance, Public Finance. Also interessant, dass man von dieser Golden Rule of Local Public Finance in Deutschland zumindest überhaupt nichts hört, auch in finanzwissenschaftlichen Vorlesungen nichts. Nämlich hier kommt eben zum Ausdruck, dass unter bestimmten Optimalbedingungen man alleine über diese Renten locker das staatliche Gemeinwesen finanzieren könnte, wenn man es drauf anlegt. Hier in diesem Zitat, das ist interessant, es ist ein Working Paper, Principles and Guidelines for Deficit Reduction, spricht es sich dafür aus, to tax natural resources rents as at close to 100% as possible. Das ist Bodensozialismus. Ne? Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, das war mal ein anderer Einblick. Dankeschön.